Hi, ich bin Jenny. Wir haben heute Fotos von Franzi bekommen. Sie möchte gerne, dass wir ihr Ess- und Wohnzimmer etwas umgestalten. Das Ganze findet sie sehr dunkel und erdrückend. Und wie man damit ein paar Handgriffe etwas mehr Helligkeit und Leichtigkeit integrieren kann, das verrät uns heute die liebe Steffi. Hi, ich bin Steffi. Ich bin studierte Innenraumdesignerin und ausgebildete Wohnpsychologin. Und heute zeige ich euch, wie wir ein kleines Wohn- und Esszimmer richtig schön hell gestalten. Hier haben wir jetzt die Bilder von Franzis Ess- und Wohnbereich. Also du siehst, es gibt einmal ganz klassisch eine Essecke und hier ist die Ecke mit dem Sofa. Der Raum wird von einer fünfköpfigen Familie belebt, bewohnt. Das heißt, es ist eine Menge Action. Die Problematik in diesem Raum für Franzi ist, trotz dieser großen Fensterfront, schluckt das alles doch irgendwie sehr, sehr viel Licht. Das irgendwie aufzuhellen, aber dabei irgendwie auch Ordnung und Struktur zu haben, ist ihr besonders wichtig. Der Clou bei der Sache ist, Franzi zieht bald um und sie möchte den Fehler, den sie jetzt gemacht hat in dem neuen Wohnzimmer, nicht nochmal machen. Also sie möchte gerne, dass es heller wirkt und freundlicher. Sie nimmt die Möbel allerdings mit. Das ist vielleicht die Challenge. Was können wir machen? Was du ja eben schon auf den Bildern gesehen hast, vorher waren die Wände dunkelgrün gestrichen. Mhm. Dazu eben das große graue Sofa, graue Stühle. Es war alles sehr dunkel und von daher drückte das natürlich auch in den kleinen Raum. Digital lege ich erstmal los, dass ich den Raum leer räume und wir mit einem Farbkonzept starten. Da das Sofa, die Stühle genau so bleiben sollten, wie sie sind, bin ich darauf eingegangen und habe die Wände in einem Wollweißton gestrichen. Dadurch, dass der Raum ähnlich geschnitten ist wie das Wohnzimmer zuvor in der Wohnung, sind die Möbel von der Anordnung her auch gleich geblieben. Da kann man natürlich überlegen, benutze ich da vielleicht Stoffüberzug, der das Ganze noch mal ein bisschen verändert, um da einfach noch mal ein bisschen mehr Spannung und mehr Farbe reinzubekommen. Das hier ist jetzt noch mal die Gegenüberansicht. Wir haben einen sehr großen Tisch. 2 Meter mal 90 Zentimeter. Da müssen 5 bis 6 Personen dran sitzen. Wir konnten ihn also auch nicht kleiner planen. Ich verstehe, ja. Trotzdem brauchen wir genügend Abstand zum Sofa. Ja. Dass man da eben auch gut rumkommt. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese beiden Bereiche noch voneinander abzugrenzen? Tatsächlich macht das absolut Sinn, den Wohnbereich mit einem Teppich zu platzieren, als auch den Essbereich, auch wenn der Raum relativ klein ist. Beim Essbereich aber bitte immer darauf achten, dass der Teppich groß genug ist, sodass der komplette Tisch draufsteht, die kompletten Stühle draufstehen und man auch immer noch mal ein bisschen Platz hat nach hinten raus, damit man eben auch tatsächlich den Stuhl auch mal verrücken kann, ohne dass man gleich eine Kante hat. Genauso läuft es natürlich auch beim Sofa. Hier auch gerne mal einen Teppich nehmen, der übers Sofa hinausragt. Okay. Es lässt den Raum auch noch mal optisch größer werden. Worauf muss man achten, dass die Teppiche jetzt zueinander passen? Definitiv beim selben Farbton bleiben. Von der Qualität muss es funktional passen zu dem Ort, wo er ist. Mhm. Wir hatten ja eben gerade schon über den Essbereich gesprochen. Man denkt sich vielleicht manchmal, wieso Teppich mit Kindern unter einem Tisch, die krümeln doch nur. Es gibt mittlerweile Teppiche, die waschbar sind. Man tut sich aber einfach einen Gefallen, dass der Tisch dort nicht so leer im Raum steht. Beim Sofa darf es natürlich deutlich gemütlicher sein. Wir haben ein relativ neutrales Sofa. Wir haben wenig Aufregung im Raum. Dann kann es natürlich auch gerne mal ein Muster im Teppich sein. Mhm. Hier aber nicht farbliche Muster, sondern Ton in Ton. Sie unterscheiden sich und trotzdem harmoniert es zusammen. Welche Textilien empfiehlst du denn jetzt in dem Raum? Also klar, wir haben die Teppiche. Was fehlt noch? Auf einem Sofa dürfen Kissen nicht fehlen. Da ja jetzt der Herbst da ist, da so ein bisschen mehr auf aufgeraute Oberflächen zu gehen, die sich ein bisschen weicher anfühlen. Mhm. Ich habe hier auch ein Kissen mit rein dekoriert, was noch mal so ein bisschen wärmeres Rot mit reinnimmt, aber eben nur als Akzent. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht zu aufgeregt. Ganz genau. Okay. Zu den Kissen gibt es auch Decken, Wolle, Felle, wo man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen aufwärmen möchte nach einem langen Spaziergang draußen. Was niemals fehlen sollte, sind die Vorhänge. Franzi möchte es gerne heller haben. Von daher darf es hier eben auch gerne mal ein bisschen leichter sein. Das lässt das Ganze eben auch noch mal ein bisschen luftiger wirken, was bei kleinen Räumen einfach wichtig ist. Okay. Weil wir ja eine große Familie haben, habe ich mir gedacht, packen wir auch noch mal 2 Puffs dazu. Mhm. So kann jeder auch noch mal einen Platz finden. Auch im Essbereich sind Felle super gern gesehen, um so einen Stuhl noch mal aufzuwerten, ihn gemütlicher zu machen. Das bringt auch noch mal eine ganz andere Optik mit rein. Kommen wir zu den kleinen Feinheiten. Was sind Deko-Tipps für diesen Raum? Ich liebe es, mit Wänden
zu spielen. Mhm. Nackte okay. Wände sehen einfach immer nicht gemütlich aus. Hier habe ich zwei schöne Bilder rausgesucht, mhm. die farblich zum Farbkonzept passen, die auch von der Größe her gerne ein bisschen größer sein dürfen, weil der Tisch ja einfach groß ist und man sich da so ein bisschen dran orientiert. Auf dem Tisch darf auch gerne immer noch mal ein bisschen Dekoration stehen. Was ganz schön ist und was das Ganze auch noch funktional besser macht, ein Tablett. Wenn ich die Dekoration immer einzeln irgendwo stehen habe und ich möchte gerne mit meiner Familie essen, muss ich auch alles einzeln ja. wieder abräumen, um einfach Platz zu haben für Geschirr und Töpfe. Ja. Bei der Dekoration folge ich immer gerne dem goldenen Schnitt. Drei Elemente miteinander dekorieren ja. oder fünf. Mal eine etwas höhere Vase, gerne auch mit Trockenblumen, eine Kerze dazu. Im Wohnbereich, es gab keinen richtigen Couchtisch. Ich habe also noch mal einen kleinen Beistelltisch mit dazu gestellt. Auch hier gerne noch mal die Farbe aufnehmen. Dann habe ich noch mal Körbe mit dazu genommen, um dieses Natürliche mit reinzubringen. Das hatte Franzi sich ja gewünscht, auch mal eine schöne Kuscheldecke noch mit reinpacken. Vielleicht bei einer Familie mit kleineren Kindern doch auch noch mal ein bisschen Spielzeug. Um auch mal ein bisschen Vielfalt reinzubekommen, kann man übers Sofa entweder ein großes Bild hängen oder eben zwei Wandteppiche. Franzi hat sich ja gewünscht, dass der Raum heller wird. Wie ist denn in dem Raum jetzt das Lichtkonzept? Für das Ambiente gibt es Kerzen in der Sofaecke, wenn man da auch noch mal eine Stehlampe hat, ja, wenn man vielleicht irgendwie doch auch mal was liest. Im Essbereich ist es natürlich immer wichtig, dass man eine große Hängelampe über dem Esstisch hängen hat. Mhm. Man braucht viel Licht, wenn man isst. Man möchte gerne sehen, was auf dem Teller los ist. Wir wünschen auf jeden Fall Franzi jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umzug und bei der Einrichtung und Umgestaltung ihres neuen Ess- und Wohnzimmers. Und wenn du jetzt auch möchtest, dass wir uns deinen Raum mal etwas genauer angucken und den einen oder anderen Tipp für dich parat haben, dann sende uns doch gerne deine Bilder zu und gewinne einen Keyback-Einkaufsgutschein. Alle Infos findest du dazu in der Infobox und wir sagen, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.